Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Kommentar zum Einbruch der deutschen Wirtschaft. Die Aufträge der deutschen Industrie sind im November zum dritten Mal binnen 4 Monaten eingebrochen. Vor allem Großaufträge aus dem Ausland wurden schmerzlich vermisst. Gegenüber dem Vorjahresmonat verringerten sich die Aufträge um ein weiteres Prozent. Laut Experten ist der Hauptgrund für die unerwartet schwachen Daten das Fehlen der sonst üppigen Aufträge aus Ländern außerhalb der Eurozone. Während die Aufträge aus dem Inland sogar um 3% zulegten, gingen vom Ausland 13% weniger Aufträge ein als im Vormonat. Die Länder außerhalb der Eurozone zogen sich mit 18% weniger Bestellungen am stärksten zurück. Laut Statistischem Bundesamt sind fehlende Großaufträge Hauptursache für die Misere. Diese waren noch im August kräftig um 15% gestiegen. Nachdem die Auftragseingänge im Juli 2021 auf ein Rekordhoch geklettert waren, ist der dritte monatliche Rückgang für die konjunkturellen Aussichten ein herber Dämpfer, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Allerdings solle die Entwicklung vor dem Hintergrund der zurzeit hohen Volatilität des Index und seiner Komponenten nicht überinterpretiert werden, hieß es weiter. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen gingen die Auftragseingänge lediglich um 2% zurück, wie das Statistische Bundesamt vermeldet. Stopp! Was war denn das gerade für eine Nebelkerze? Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen hätten wir nur 2% Rückgang? Hätt der Hund nicht. Warum bitteschön sollen wir die fehlenden Großaufträge aus unserer Kalkulation rausnehmen? Das macht keinen Sinn. Großaufträge sind das Blut der deutschen Exportwirtschaft. Aber es sind nicht nur fehlende Großaufträge, die unserer Wirtschaft momentan zu schaffen machen. Dort, wo die Auftragsbücher prall gefüllt sind, schlagen Lieferengpässe ins Kontor. So zum Beispiel in der Automobilindustrie und in der Metallbranche. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank, sieht das folgendermaßen. Das Infektionsgeschehen in Asien macht sich nun bemerkbar. Dahinter dürfte sich vor allem die Lage in China verbergen. Neuerliche Lockdowns in Asien bremsen hierzulande die Industrie aus. Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei der Berenberg-Bank, sieht die Lage ähnlich. Er vermutet anhaltende Lieferprobleme als Grund für ausbleibende Aufträge. Zitat, wenn Dinge nicht schnell genug produziert oder geliefert werden können, gehen weniger Aufträge ein, obwohl die zugrunde liegende Nachfrage stark bleibt. Zitat Ende. Na, immerhin. Die Auftragsbücher der Industrie scheinen doch noch voll zu sein. Wegen Engpässen bei Rohstoffen und Materialien wie Mikrochips klemmt aber die Produktion. Auch deshalb wird der Aufschwung im zu Ende gehenden Jahr nach Prognose der Bundesregierung schwächer ausfallen als ursprünglich erhofft. Sie senkte ihre Wachstumsprognose auf 2,6% von zuvor 3,5%. 2022 würde das Konjunkturplus laut Bundesregierung aber 4,1% betragen. 2023 werde es dann bei 1,6% liegen, was noch zu beweisen wäre. Auch OECD und IFO-Institut schraubten ihre Wachstumsprognosen für Deutschland nach unten. Die ursprünglich für den Sommer erwartete kräftige Erholung nach Corona verschiebe sich weiter nach hinten, behauptet IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Der plötzliche Anstieg der weltweiten Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern, elektronischen Artikeln sowie speziellen medizinischen Produkten habe viele Hersteller an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Zudem wurden die globalen Lieferketten als Folge stark veränderter Warenströme vor enorme logistische Herausforderungen gestellt. Nun ja, das alles wäre vermeidbar gewesen. Man hätte die Produktion zu keinem Zeitpunkt runterfahren müssen. Angebot und Nachfrage wären konstant geblieben. Aber okay, hinterher sind wir immer schlauer. Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen. Oder ist es nicht? Timo Wollmershäuser lässt bereits wieder die Fanfaren ertönen. Für 2023 rechnet der gut gelaunte Wirtschaftsforscher mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt. Damit steht er allerdings alleine da. Wollmershäuser prognostiziert auch einen Konsumboom in Deutschland ab spätestens 2023. Dann sei das Zwangssparen durch Corona endlich vorbei und Kultur wie Freizeitangebote werden wieder voll genutzt. Bleibt nur abzuwarten, wie viele Kultur- und Freizeitangebote es 2023 noch geben wird. Die meisten Unternehmen in diesen Bereichen existieren nämlich nur noch dank Insolvenzschutz.
und diejenigen Unternehmen, die es bis 2023 schaffen, werden keine Einnahmen haben, weil sie bereits auf Pump leben. Dank des 2020 in Kraft getretenen Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie haben sie nämlich massenhaft Gutscheine verteilt für Corona-bedingte Absagen. Dadurch mussten sie bereits eingenommenes Geld nicht rückerstatten. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.